Hallihallöchen, ich bin euer Lieblingssohn Konrad und wir spielen wieder Day of the Tentacle, machen weiter hier im Irrenhaus. Wir sind hier gerade bei der Schwester Edna und gucken uns in dem Zimmerchen mal ein bisschen um. Was für ein Mann. Keine Scherze, mein Lieber. Okay, sie ist etwas pampig drauf. Sieht aus wie mein Physikprofessor im zweiten Schuljahr. Die Eule, das Foto. Da steht, Edna, danke, dass du mir das Fieber gabst. Das Fieber? Denk nicht mal dran. Okay. Denk nicht mal dran! Die Statue? Verrückt. Verrückt. Was kann ich denn hier, was könnte ich denn da machen? Ich weiß es nicht. Mir fällt im Moment nichts ein. Oh. Kühe umgeworfen, Polizei staunt. Unfairförmiges Wesen am Tatort gewiesen. Gesehen. Achso, das war ein... Ach nee, das war... Das Tentakel fängt schon an, Kühe zu schubsen. Hier wohnt in der Vergangenheit das Pferd. Mal gucken, was in der Gegenwart in diesem Zimmer ist. Hey, bist du nicht der verrückte Ed Edison, die alte Nuss? Ja, nun, ich... Moment, kenne ich dich? Natürlich, Bernoulli, Bernard Bernoulli. Ich war schon mal da, klaute deinen Hamster und das Sparschwein. Hm, da läutet nichts. Aber ich kann mich eh nicht an viel aus dieser Periode erinnern. Mein Psychotherapeut sagt, damals wäre mir etwas Traumatisches passiert, das ich verdränge. Nur wenn das so ist, will ich dich nicht mit der Vergangenheit quälen, mein Freund. Also hast du die Militärsache auch aufgegeben? Es geht mir jetzt besser. Ich habe diese schlechten Gedanken nicht mehr. Ich sammle jetzt Briefmarken. Das ist eine nette Sammlung. Kann ich sie haben? Nein! Ich meine, nein. Die bedeuten mir sehr viel. Manchmal denke ich, sie sind meine einzigen Freunde. So in deinem tiefsten Inneren scheint immer noch ein bisschen Aggression zu schlummern. Süßer Hamster, kann er Kunststückchen? Nein, er sitzt einfach nur da. Ich hatte mal einen richtig tollen Hamster, aber irgendetwas passierte mit ihm. Was ist aus dem alten Hamster geworden? Ich kann mich nicht erinnern. Wenn ich es versuche, ist dann nur dieser Blitz und dieses schreckliche Geräusch. Was war denn das für ein Geräusch? Es war eine Art Ding! Mein Gott, ich höre das immer im Traum. Der braucht wirklich mal ein bisschen Bewegung. Nun, manchmal benutzt er diesen Keller zum Arbeiten. Manchmal. Aber dann schwitzt er und wird nass. Und dann wird ihm kalt und er weigert sich zu arbeiten. Dein Vater oder der Hamster? Machst du dich über mich lustig? Nein, ich... Ich werde sauer, wenn Leute Witze über mich machen. Ich meinte ja nur... Oh, es macht mich wahnsinnig. Ich möchte einfach nur... Ausbannen. Ich will ausbannen. Ist schon okay, ich habe ja meine Briefmarken. Okay. Sind alle deine Hobbys so interessant? Ich habe keine anderen Hobbys. Briefmarken sind mein ganzes Leben. Wenn ihnen mal etwas passiert... Wie geht's euch so? Papa ist im Keller und experimentiert. Mama ist nebenan und beobachtet eine Hochzeitsnacht. Ted ist im Garten. Hält er einen Bowlingkugelhalter? Eigentlich ist es ein Vogelbart. Aber was du sagst, klingt besser. Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr aufgeregt. Tschüss. Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Den Hamster will ich haben. Whip. So, das ging jetzt aber... Ich habe jetzt mit Widerstand gerechnet. Aber okay. Habe ich den Hamster? Den können wir im Keller vielleicht dann in dieser Maschine benutzen. Müssen wir mal ausprobieren. So, hier sind wir auf dem Dachboden. Da scheint es direkt nichts zu geben, aber hier ist eine Tür. Die ist sogar offen. Und hier ist ein Zimmer. Mit einem Bett. Es ist nicht ganz das Ritz. Benutze. Keine Zeit dafür. Ich rette die Welt vor Purpur-Tentakel. Okay, du hast ja recht. Ich will mich nicht überanstrengen. Ich will mich nicht überanstrengen. Schieben. Ich will mich nicht überanstrengen. Alles sinnlos. Was macht dieses Bett hier? Was soll das? Fenster. Ich sehe das Dach und die Weihnachtslichter. Öffne Fenster. Das ist schon auf. Aha, kann ich da... Ah, ja. So, hier haben wir einen Flaschenzug. Wow, ein Flaschenzug. Durch die Kombination von flexiblen Materialien und einem Rad kann man einen mechanischen Kraftvorteil bekommen. Durch Umlenkung der Bewegung und Kraft. Geschlossenes Fenster, öffnen. Geht nicht, das klemmt. Es klemmt, okay. Was ist das für eine Kurbel hier? Ein Hebel, der an einer Welle angebracht ist, die Bewegung und Drehmoment überträgt. Aha.
Ah ja. Fahnenstange. Da ist gerade keine Fahne, weil es schon Abend ist. Okay, Kamin. Eine primitive, aber nützliche Einrichtung, welche Verletzungen durch das Einatmen von giftigem Rauch verhindert. Ja, gehen wir einfach mal rein. So, wo sind wir jetzt gelandet? Uso der Clown. Ich habe meine Angst vor Uso nie überwunden. Ich kann nicht. Uso macht mir Angst. Sprechen wir mit ihm. Du schaust mich an? Schaust du mich an? Wen siehst du dann an, hä? Ich habe dich etwas gefragt. Okay, Clown, das war's. Oh nein. Ich hasse diesen Clown. Uso der Clown. Da ist eine Tür, da ist eine Schwingtür. Ach, die Schwingtür wollte ich jetzt gar nicht aufmachen. Das Gitter wollte ich aufmachen, da unten. Ach, das klemmt nicht mal. Hier haben wir einen Zigarrenanzünder, den nehmen wir auch mal mit. Ach, wer ist denn Junge, hier? Du hast die Party verpasst. Sie und der Clown hatten eine Party? Quatsch. Letzte Nacht. Hier auf dem Scherzartikelkongress. Ich sage dir, wir Scherzartikelverkäufer verstehen es, eine Party zu feiern. Wissen Sie schon, dass Sie aussehen wie Donny Osmond? Das ist komisch. Meine Frau sagt, ich sehe aus wie Charlie Parker. Möchtest du eine Zigarre? Ja, immer her damit. Geben Sie mir eins von diesen Havanna-Babys. Oh nein. Du dachtest wohl, ich puste dir den Schädel weg, was? Tja, du hattest recht. Auch da freut er sich, der Dicke. Du solltest nicht rauchen. Ist eine schlechte Angewohnheit. Okay. Das bringt mich immer wieder zum Lachen. So, kann ich den jetzt nehmen hier? Hände weg! Das ist ein ganz neues Präzisionsgerät. Was haben wir denn hier? Abschreckender Partymüll. Ekelhaft. Aber die Zähnchen hier, die nehmen wir mit. Spring, der kleine Dussel. Jetzt hauen die auch noch ab, oder was? Hallo? Stehen bleiben. Oh nein. Wie kann ich diese... Oh. Schale mit Zähnen. Sind alle weg. Alle weg. Nur die einen, die hier ständig abhauen, noch da. Wie kriege ich die? Womit könnte ich die... Ist mir noch nicht so, auch noch nicht so, wofür der T-Bex ist. Geh mal einfach mal da runter. Kann man da runter? Nee, kann man nicht. Okay, wie kriege ich diese Zähne hier? Wo sind sie jetzt? Kann ich die ins Gitter vielleicht jagen, scheuchen? Ich will die Zähne doch haben. Muss ich mit dem hier dann wieder interagieren? Du schaust mich an? Schaust du mich an? Wen siehst du dann an, hä? Ich habe dich etwas gefragt. Okay, Clown, das war's. Auch die Zähne hauen schon wieder ab. Okay, Zähne. Klappernde Zähne. Nimm sie. Daneben, wieder daneben. Springender kleiner Dussel. Ich krieg's nicht. Oh, rede mit ihm. Na komm, beruhig dich mal eine Sekunde. Dem muss ich wahrscheinlich den Kaugummi reinklemmen, der da draußen im Flur klebt. Aber an den komme ich ja nicht dran. Weil der klebt ja fest. Na, da war ja was. Da war ja was. Es klebt am Boden fest. So, habe ich irgendein Lösungsmittel? Nein, habe ich nicht. Wie kriegt man so ein Kaugummi vom Boden weg? Ich weiß es nicht. Ich habe noch nichts Geeignetes gefunden, würde ich sagen. Aber hier ist ja auch noch eine Türe, wo wir noch nicht drin waren. Ach, da kann man einfach so durchlaufen. Eine Gabel, mit der könnte man doch den Kaugummi, ne? So, die Mikrowelle gucken wir uns auch mal an. Der Duke, Gütezeichen Mikrowelle.
Okay, mach mal auf. Die fasse ich nicht an. Okay. Diese Dinger haben so ihre Schwächen. So, hier haben wir Kaffee. Sollen wir den auch noch mitnehmen? Ich glaube, ich könnte mein Auto damit einschmieren. Ja, nimm mal mit. Entkoffinierter Kaffee. Ach, ich habe eine Idee. Genau. So. Ich habe eine Idee mit dem Kaffee. Und dem Schlafwandeln und so, ne? Da war ja was. Schrank, den machen wir auch mal auf hier. Da ist bestimmt auch was drin. Ein Trichter. Trichter können wir doch auch immer brauchen. Ein Trockner. Das ist ein Münztrockner. Ein Münztrockner. Münzschlitz, den gucken wir uns auch mal genau an. Man wirft hier 50er in den Trockner. 50er wirft man da rein. So, ist da was im Trockner drin? Das ist ein Münztrockner. Nein, da ist nichts im Trockner drin. Okay, eine Waschmaschine. Sieht kaputt aus. Die sieht kaputt aus, also können wir sie auch nicht? Ich glaube nicht, dass die jemals wieder läuft. Okay, dann ist die kaputt. Gibt's hier sonst noch irgendetwas? Schrank, Schrank, da waren wir drin. Im Moment glaube ich nicht. Dann gehen wir wieder raus. Aus der Waschküche, aus der normalen Küche. So, versuchen jetzt mal mit der Gabel den Kaugummi da vom Boden zu kratzen. Es klebt wirklich am Boden fest. Ja und? Dann kann man doch trotzdem benutze Gabel mit Kaugummi mit Groschen drin. Es klebt wirklich am Boden fest. Boah. Junge. Mensch, ah, die Pizza, da war ja noch was. Plastikkotze ist das. Da komme ich nicht dran. Wieso nicht? Oh. Vielleicht mit der Gabel. Kommen wir vielleicht mit der Gabel dran? Besser nicht. Besser nicht. Okay, aber ich habe ja ein paar Ideen für da unten noch. Geh mal einfach wieder runter zum verrückten Professor. So, ich habe ja einen Hamster im Gepäck. Und der Hamster, der gehört ja in den Hamstergenerator. Wow, so, schau mal. Okay, und hier darf ich aber wahrscheinlich nichts machen, solange der Professor noch... So, nun ist sie aus, aber es ist schon zu spät. Okay, aber ich kann ihm ja einfach falschen Kaffee, den entkoffeinierten Kaffee einschenken. Danke, das brauchte ich jetzt. Ja, hau rein. Hier instant muss einschläft. Den Safe öffnen. Ah. Muss den Vertrag unterschreiben. Muss es für die Familie. Oh, schnell hinterher, der öffnet den Safe. Und dann können wir den Diamant bestellen. Schnell ins Büro. So, mach ihn auf. So, den Vertrag krallen wir uns. Er hat fast meine Hand abgeschlagen. Oh nein, ist schon wieder zu, oder was? Er hat fast meine Hand abgeschlagen. Er hat fast meine Hand abgeschlagen. Muss ich ihn einfach mal machen lassen? Ich lasse ihn mal kurz machen. Okay. Bin ich vielleicht einfach wirklich zu langsam oder muss ich mit dem Professor irgendwas machen? Er hat fast meine Hand abgeschlagen. Boah, wie mache ich das jetzt, dass das Dingen offen bleibt? Gebe ich ihm richtigen Kaffee vielleicht, sobald das... Ach, der Moment, so wie der da... Das geht nicht, solange er sich bewegt. Ja, dann warte mal. So, wenn er da mit offenem Mund steht, müsste ich doch eigentlich... Das geht nicht, solange er sich bewegt. Okay. Okay, verdammt. Ich habe doch eine tolle Idee. Das muss doch umsetzbar sein, irgendwie. Benutze Trichter mit Dr. Fred. Sobald er so mit offenem Mund da steht. Das geht nicht, solange er sich bewegt. Oh, verdammt. Was mache ich? Was kann ich tun? Was macht denn der für Augen da die ganze Zeit? Ich muss da doch irgendwie drankommen. Besser nicht. Besser nicht.
Ach, ich könnte vielleicht auch einfach gucken, was er für eine Nummer eingibt. Da ist ein Vertrag drin. Und jetzt? Oh. Ich bin zu langsam. Da ist ein Vertrag drin. Okay, Vertrag. Vielleicht bin ich doch wirklich zu langsam einfach. Das muss der Vertrag von Dr. Fred sein. Okay, ich muss einfach schneller sein. Er hat fast meine Hand abgeschlagen. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Wie kriege ich den hier jetzt dazu? Ah, ich könnte dann, während er hier durch die Kamera, wenn ich ranzoome, könnte ich ja sehen, was er für eine Nummer eingibt. Das ist doch eine Idee. Dazu muss ich aber erstmal die Edna irgendwie wegbekommen. Da war die Edna nicht. Da war das zum Diamanten bestellen. Die Edna war oben, glaube ich, ne? Da war der Selbstmörder. Da war Tentakel. Da war Tentakel. Achso, ich wollte auch noch gucken, wie ich die Gummikotze richtig von der Decke kriege. Kann ich vielleicht die Lautsprecher... Starke Lautsprecher. Aha, siehst du, wenn ich jetzt nochmal, dann fliegt bestimmt die Gummikotze auch runter. Wow, das ist laut. Die Idee habe ich jetzt auf dem Weg auch noch mitgenommen. Super, Hammer Gummikotze. Ich weiß zwar nicht wofür, aber wir haben sie zumindest. Hui. So. Das Mauseloch habe ich auch nicht inspiziert, als wir hier waren. Es ist ziemlich klein. Okay, können wir da irgendwas drin raus? Nee, wahrscheinlich im Moment noch nicht. So, geh mal zur Edna, zur videoüberwachenden Edna. Vielleicht können wir der den Koffeinkaffee geben. So. Probier mal einfach mal. Kaffee. Soll ich wirklich? Das Zeug ist ziemlich stark. Ja, mach doch einfach, Mensch. Koffeinfreier hilft dir nicht. Okay, schauen wir mal auf den Monitor. Dr. Freds Büro. Ich sehe den Safe. Ich kann fast die Kombination entziffern. Es ist... Geh da weg! Mist. Okay, Edna, vielleicht wenn sie... Die geht ja nachher darüber mal. Aha, genau. Wenn ich jetzt gucke... Ich sehe den Safe. Ich kann fast die Kombination entziffern. Es ist... Geh da weg! Oh nein. Mist. Wie kriege ich die Edna hier weg? Entschuldigung. Hallo, mein kleiner Pudel. Yippie! Nichts für ungut. Okay. Vielleicht will sie einen Staubsauger? Besser nicht. Okay. War ja nur eine Idee. Wie kriege ich die Schwester Edna hier weg? Nein. Wie kriege ich sie da weg? Ich muss doch irgendwie... Hat das was mit der Statue auf sich? Ich weiß es nicht. Wie kriege ich die Edna hier abgelenkt, dass ich... Das ist doch eine Idee, mir da ein bisschen Gedanken zu machen. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Vielleicht habt ihr ja ein paar Ideen, was man machen könnte. Dürft ihr mir gerne schreiben. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Euer Lieblingschokolade. Tschüss.